Herr Warbeck? Herr Hebestreit, Sie hatten ja die schwierige wirtschaftliche Situation in Deutschland skizziert. Da würde mich interessieren, welchen Anteil misst denn der Bundeskanzler dem verantwortlichen Minister an dieser Situation zu und steht er noch vollumfänglich hinter seinem Wirtschaftsminister? Die Kurve muss ich jetzt erstmal nachvollziehen. Also die Ursachen für die schwierige wirtschaftliche Lage in Deutschland hat sehr viel mit dem russischen Überfall auf die Ukraine zu tun, mit den weltpolitischen Verwerfungen, die daraus gefolgt sind und weiterhin folgen. Wir haben es mit einem aufgeregten weltpolitischen Umfeld zu tun. Wir haben es mit gestiegenen Energiepreisen zu tun in Deutschland. Wir haben es mit auch einer schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung im Ausland zu tun. Und eine so wichtige und große Exportnation wie die unsere hat davon natürlich wird davon stärker betroffen als Länder, die nicht so auf den Export angewiesen sind oder nicht so auf den Export setzen. Und insofern gibt es da nichts, was dieser Bundesregierung oder Regierungsvertretern vorzuwerfen wäre, so wie Sie das insinuieren oder in Ihrer Frage anlegen, sondern diese Regierung arbeitet kraftvoll daran, durch dieses weltpolitisch aufgeregte Fahrwasser dieses Land zu steuern. Zusatz? Zusatz. Sieht der Kanzler denn andere Ministerien der Verantwortung, etwa das Ministerium, das sich am vehementesten gegen die Aufhebung der Schuldenbremse stellt, in Verantwortung oder zumindest Teilverantwortung für diese aktuelle schwierige Situation? Nein. Herr Rinke nochmal?